Herzlich willkommen hier im Prunksaal der Österreichischen Nationalbibliothek. Wir präsentieren Ihnen in diesem geschichtsträchtigen Ambiente eine neue, besondere Ausstellung mit dem Titel Bild, Macht, Politik. Die Fotos, die erstmals in Österreich gezeigt werden, stammen von Yoichi Okamoto, einem amerikanischen Militärfotografen, der 1945 nach Österreich kam und während der Besatzungszeit eine Fülle von Bildern schuf, die eine Zeit porträtieren, die die meisten von uns nicht mehr erlebt haben. Sie schildern die Geburt der Zweiten Republik auf den Trümmern eines verheerenden Krieges. Sie zeigen das von den Alliierten besetzte Österreich der Nachkriegszeit, den Wiederaufbau mit Hilfe der Marshallplanmittel und das beginnende österreichische Wirtschaftswunder. Hinter den Bildern spürbar wird die wiedergefundene Hoffnung und Zuversicht der Menschen und ihr neu entstandenes Selbstbewusstsein als Österreicherinnen und Österreicher. Yoichi Okamoto sah sich selbst als Zeitzeuge und Historiker. Er erkannte den großen dokumentarischen Wert und die damit verbundene Macht der Fotografie als authentische Geschichtsquelle. Die Österreichische Nationalbibliothek konnte seinen fotografischen Nachlass 2019 erwerben. Ich lade Sie sehr herzlich ein, die Sonderausstellung Bild, Macht, Politik, Yoichi Okamoto, Ikone der Nachkriegsfotografie im Prunksaal der Österreichischen Nationalbibliothek zu besuchen. Sie ist bis 25. Februar 2024 zu sehen.